So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei King's Quest und ihr müsst doch irgendwo noch Kleinold sein. Ich war jetzt noch mal in der Stadt, aber da war nichts. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen sollen. Oh. Irgendwie müssen wir das mit den Croissants machen und den Dings. Oh. Pulverisieren. Oh. Mir geht's nicht so gut. Oh. Schütteln, Nickerchen, Drehung. Drehung. Drehung, Drehung, Drehung. Aha. Schütteln. Schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Schimmi. Schimmi. Schimmi, schimmi, schimmi. Ein Nickerchen. Ein Nickerchen. Geil. Jetzt ein Nickerchen. Das ist nur ein Traum. Schmächtige Jungs schmecken dir nicht. Ja, geil, jetzt haben wir sie hypnotisiert, super. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich habe das Gefühl, das ist super leise. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht zu laut wird. Ah, hier. Übernehmen. Zurück. Fortsetzen. Jetzt habe ich sie alle beisammen. Jetzt haben wir alle Hörner. Jetzt können wir auch zurück dahin gehen, wo wir bei dem letzten Horn waren. In der letzten Folge durch den dunklen Wald auf zum Horn. Ach, die Brücke bleibt hier. Das ist schon mal schön. So. Das war hier hoch. 1, 2, 3. Lass dich tralala. Oh, hat er gerade da zu dem Wegweiser geguckt. Das ist ja ein lustiges, kleines Nebenbei-Dingensbummens. Da war auch noch ein Horn hinten bei der Kraftprüfung. Na, okay, gucken wir erstmal. Gehen wir erstmal hier durch. Gucken wir mal erstmal, was hier ist. Ne? Erst den kürzesten Weg und dann gehen wir mal da hinten hin. So, leuchte Kugel an zum hundertsten Mal. Ja, schade, dass er den Weg nicht auch abkürzt. Was ist das denn? Alter! Der Schnaufen des Snarlaks mit 6 Beinen, 3 Klauen und einem Zahn genügte mir schon aus der Ferne. Hatten wir den schon gesehen? Nee, ne? Sieht jetzt aber nicht so lebendig aus. Kann man mit dem was machen? Nee. Können wir nicht. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier über die Brücke kommen und auch dann was Gutes finden. Oder sollten wir erst die Kraftprüfung machen? Ich bin mir unsicher. Ja, gehen wir mal hier rüber. So, da ist es. Jetzt muss sie kommen, die Alte. Oh Gott. Hey, Pilar. Du wirkst erfrischt. Ich war gerade dabei, eine Glas Käse zu genießen. Aber nein, das ist natürlich viel wichtiger. Ja, ist es auch. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Oh, die Burg. Oh, scheiße, jetzt ist hier das Ding noch unten. Wow, das Schloss hatte ein Grabenmonster? Hast du es gezähmt? Ihm Tricks beigebracht? Was hat es am liebsten gefressen? War es ein Süß- oder Salzwassermonster? Nein, Gwendolyn. Dieser Teil der Geschichte ist nur eine Andeutung. Das heißt, ich muss noch warten, oder? Ich fürchte, ja. Gut, hier können wir dann noch nicht weiter. Nur eine Andeutung. Ist hier noch irgendwas? Links, rechts? Nee. Tja, schade. Vielleicht geht's ganz am Ende dann nochmal dahin, wenn wir es geschafft haben, in die Burg. Und wo dann der zweite Teil, das zweite Kapitel? Trapp, trapp. Ich hoffe, du hast saubere Schuhe. Ja, natürlich habe ich saubere Schuhe. Bestimmt verteilst du Witzelkacke auf meinem Rücken. Ganz ehrlich, manchmal würde ich das auch gerne. So, was... Ja, jetzt gehen wir zum 100. Mal hier durch. Wie gesagt, die Laufwege sind echt nicht ohne.
Also man merkt schon, dass die Entwickler sich auch kurz versucht haben, kurz zu halten. Aber es geht halt nicht so ohne weiteres. Das Spiel ist natürlich auch ganz klar für Konsolen und so ausgelegt, damit man es mit dem Gamepad steuern kann. Ich steuere es ja auch mit dem Gamepad. Das ist meiner Meinung nach auch komfortabler als mit Maus und Tastatur. Ich habe es ja kurz probiert. Aber naja. So, die Brücken bleiben, wo sie sind. Das ist schon mal ganz gut. Ja, da. So viel Weg sind wir gegangen. So, da müssen wir wie hoch? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht können wir, da war glaube ich auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir das schon hätten vorher machen können, aber ist jetzt auch scheißegal. Wir haben ja alle Hörner. Hier war auf jeden Fall. Bei dem Kraftding etwas mit einem Horn. Was wir noch nicht geschafft hätten. Floating Island. So. Dann da lang. Schauen wir mal. Oh. Ja, hier ist ein Horn und da hinten ist nämlich auch eins. Alle Flöße sind weg. Also, überleg dir was. Okay. Ja, der hat uns ja schon mal ins Wasser geschubst. Ich brauche zwei Flöße, um rüberzukommen. Entschuldigung, hab leider auch deins benutzt. Was hier für ein Arschloch ist, ne? So, hier das Normale von Olchi. Olchi, sage ich immer, die Olchis. Ulfi. So, da sind zwei andere Hörner, oder? Habe ich sehe das jetzt richtig? Da viel Glück beim Kraftduell. Danke. Nur keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ach nee, hier kommen wir nicht hin. Das ist das Ulfi. Hier. Hier ist eins. Gerade dabei, eine Glaskäse zu genießen. Aber ist ja no, gut. Das ist natürlich viel wichtiger. Hm. Es bringt mir jetzt nicht so viel. Aber vielleicht falle ich dann nicht ins Wasser, wenn ich gegen ihn kämpfe. Hallo. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Na los, ich bin bereit. In Ordnung. Das Kraftduell kann beginnen. Nochmal. Oh, wie nett, dich hier zu sehen. Weck mich, wenn es vorbei ist. Der Eichhörnchen-Nation einen Schritt näher. Oh. Buh! Er betrügt mit dem miesen Troll. Gute Idee, Graham. Sieh es dir an, Madeline. Alles, was das Licht berührt, wird Aha. dir gehören. Der Anblick des Sieges. Und jetzt? Nicht mein Spruch, aber... Acorn, schaff das! Was sagst du der Prinzessin? Er ist direkt hinter mir. Warte, nein! Oh, 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 oh. Sachte, sachte! Niemand soll sehen, wo der Faden hinführt. Vorsicht, Vorsicht! Du verhedderst ihn noch! Mann, das hättest du nicht tun sollen. Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf. Was muss ich denn jetzt machen mit dem Ding? Dieser Strick fängt nur Wetzel, keine Acorns. Lassen wir den Quatsch und werfen uns einfach wieder ins Wasser. Ach, verdammt, meine Strickfallen sind verschwunden. Scheiße. Jetzt hat sie aufgehört. Wie gut, dass ich mit den bunten Stricken nur Wölfe fange. Oh, so viele Knoten. Machen wir eine Pause vom Kraftduell und helfen wir Acorn dabei, den Strick des Todes einzusammeln. Scheiße! Solange wir nicht straucheln, kommt er an unser Geheimnis nicht heran. Er ruiniert alles. Ich stolper doch nicht über meine eigene Falle, Junge.
Wenn wir das Tempo halten, kann er das nicht schnell genug entwirren. Was treibst du hier für Spielchen? Vorsichtig gehen, Acorn, und alle Stricke einsammeln. Fuck. Wickel mich nicht ein, Junge! Wird eine verstrickte Sache. Tut mir leid, das mit deinem Ross. Gibst du mir jetzt den Strick zurück? Dieser Fallenstrick ist gefährlich. Man muss ihn zu benutzen wissen. Oh. Ich sagte, niemand soll sehen, wo der Faden hinführt. Ah, nee. So. Vorsicht, Vorsicht! Leck mich doch am Arsch. Mann, das hättest du nicht tun sollen. So. Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf. Dieser Strick fängt nur Wetzel, keine Acorns. Jetzt fall. Vorsicht. Hey. Nur nicht. Oh. Jawohl. Jetzt zieh's raus. Ja. Ohne Fallenstricke. Hab dich, Spargeltarzan. Nee, nicht nochmal, oder? Ich muss alles wieder von vorne machen. Gut, dass das vorbei ist. Nee. Unser Geheimnis ist sicher. Ich habe auch mal einen Wetzelwolf eingefangen. So, jetzt. Ein Multifunktionsball, okay? Boah, es ist... Betrüger! Gutes Manöver, Graham! Das nochmal machen. Nicht schon wieder! Ja, es ist schrecklich, ne? Es wird ihm nicht gefallen, wohin der Strick führt. Er kommt näher, Prinzessin Madeline. Tu doch was! Ach, komm. Mach das nochmal und du wächst den Stier! Ich nutze den Strick, um den Stier in mir zu fesseln. Jawohl. Out. Jetzt hab ich sie. Prinzessin Madeline, die rote Schnur. Der Stier erwacht. Oh, komm. Vorsicht, Winzling. Einige Fäden sollten nie entknotet werden. Du wirst nie stark, wenn du das Bauchtraining schwänzt. Das haben sie jetzt aber echt mit so ein bisschen zum das melken sie. So, Olfi, komm. Massierst du mir den Nacken? Das gibt's nicht, ne? Er ist ein Betrüger! Aber nicht nach Addendum 4934. So geht das, Graham! Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Jetzt wird es finster. Okay, schön. Mein Geheimnis ist gefährlich. Ja, so ist doof. Nicht die Büchse der Pandora. Das ist doof. Wenn du es schon lachhaft findest, ein Eichhörnchen am Bauch zu haben, schmeckt das Ende dieses Seils dir auch nicht. So, jetzt. Dieses Band zu entknoten wird einen Dämonen auf der... Bam! Oh. Und rausziehen. Jetzt habe ich sie. Nein, der Trotzdeckdämon! Eine Socke? Jetzt ist es Zeit für Lachen und Scherze. Oh Mann! Nein, stopp! Das macht es nur noch schlimmer! Und? Na! Es ist trotzdem lustig! Hier, nehmt sie zurück! Sie hängt an mir fest! Oh. Nochmal. Das war jetzt nicht der richtige Weg.
Okay, was muss ich denn machen? Lass es trotzdem losgehen! Okay, muss ich vor allem weglaufen. Gib mir meine Socke! Die ist da! Die Hörner antworten! Was muss ich denn machen? Da weiß ich jetzt nicht. Scheiße, kann man das nicht wegdrücken. Na! Es ist trotzdem lustig! Ja, es wird immer lustiger, wenn er das sagt. Hier, nehmt sie zurück! Okay. Das war's mir. Sehr gut. Sie hängt an mir fest. Halt still. Na. Tut mir leider nicht leid. Sehr gut. Die brauche ich nicht. Madeleine, knabber sie ab. Zeit zum Draufhauen. Jawohl. Und jetzt die Insel. Echt umwerfen. Sehr gut, Olfi. Gewonnen. Ich wusste, du schaffst es. Mit Hilfe einiger Trolle und von Manni besiegte ich den Riesen und stellte seine Schwäche bloß. Ich war einen Schritt näher am Ritterstand, aber ich war nicht stolz darauf. Hallo! Hier unten! Wir bräuchten auch Hilfe! Ja, ja, gleich hier lang! So, Olfi, Arret! Mir reichen die Befehle. Die Zeit ist gekommen. Wir Brücken machen nicht mehr den Rücken für undankbare Winzlinge krumm. Jetzt drehen wir das Rumtrampeln um. Weg hier! Weg hier! Komm zurück, Spitzstiefel! Nein! Ja, nice! Pila, stopp! Das verursacht nur einen Haufen unnötigen Papierkram! Wartet auf Olfi, Leute! So, sehr gut. Jetzt haben wir die Socke. Nichts Neues gekriegt, aber schon mal den Kraftdingens geschafft. Vielleicht können wir mit der Socke ja irgendwas machen, um mit unserem Tier. Da war auch irgendwas mit Wolle. Wir werden sehen. In diesem Sinne, Leute, das war's von der Folge, mit der Folge von King's Quest. In der nächsten Folge gucken wir mal, was wir machen. Haut rein, main bleiben. Bis dann. Tschüss.